Was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Vlog. Ich nehme euch heute mit in einen Trainingstag von mir und ich bin euch noch ein paar Infos schuldig. Wir hatten ja jetzt am Wochenende die Quarterfinals. Ich habe gesagt, ich mache die Workouts und ich werde sie auch alle aufnehmen. Habe ich auch teilweise, werde aber nichts eintragen. Bin zwar fit zurzeit, aber wollte mir jetzt nicht noch den Stress antun. Und direkt bei der ersten Workout ist natürlich was passiert. Kevin und ich hatten die falsche Boxhöhe gewählt. Ich habe mich schon gewundert, warum das so brutal schwer ist und ich nur 173 Reps hatte. Aber lag an der Höhe der Box. Es war die niedrige Höhe und das war mir nicht bewusst. Man sollte sich besser die Descriptions der Workouts durchlesen, auch wenn man das Ganze schon was länger macht. Nichtsdestotrotz, Quarterfinals sind vorbei, Fitness-Bundesliga steht vor der Türe. Diese Woche ein neuer Kraftblock angefangen, das heißt, die Workouts werden ein bisschen runtergeschraubt und die Priorität wird auf die Kraft- und Technikentwicklung gelegt. Heißt, ja, ich muss auch noch vielleicht mal eine zweite Einheit reinhauen, wo ein bisschen mehr Wert auf die Kondition gelegt wird, damit das in der Fitness-Bundesliga auch noch oder im Finale auch noch gut funktioniert. Aber wie gesagt, ich muss stärker werden, ich muss ein bisschen mehr essen und zunehmen. Ziel ist es, über 90 Kilo zu kommen. War ich noch nie. Ich war immer so um die 85 bis 88 Kilo mal 89, aber das war dann schon das Höchste der Gefühle. Ja, das ist erstmal der Fokus für die Offseason. Ne? Nicht mehr so ein schwacher Lauch zu sein. Und ich muss noch Skills ein bisschen üben. Ne? Freestanding Handstand Push-Ups aus dem Handstand Walk raus. Werde ich, glaube ich, heute auch noch mal kurz üben. Und aus dem Barmuscle-Up so eine Rolle machen. Finde ich etwas gefährlich. Mag ich auch nicht, wenn ich da kopfüber irgendwo hänge, wo meine Hände auch verloren gehen können. Aber ich denke, wenn ich es übe, dann wird es auch funktionieren. Was ich euch auch noch schuldig bin, ist so ein Mini-Rundgang, wie es zurzeit auf der Baustelle aussieht. Das schauen wir uns doch jetzt einfach mal an. Wir haben jetzt Kopf einziehen, Licht, ne, wurde angebracht, angeschlossen, supi. Klar, sieht noch ein bisschen chaotisch hier aus. Ja, das ist halt eine Baustelle. Ne, hier haben wir einmal Umkleide 1, Umkleide 2, Abstellraum. Die Treppen werden irgendwann noch erneuert und schöner gemacht. Da geht es hoch zu den Büros und Physioraum. Das sind die Umkleiden. Ja, hier kommen noch Duschwände rein, also aus Glas. Milchglas natürlich, damit man nicht reinschauen kann. Ne, aber so kann ja nicht geduscht werden. Ja, ihr seht, es nimmt alles Formen an. Auch hier nochmal das gleiche gespiegelt. Ne. Muss noch alles ausgestattet werden. Dann gehen wir mal die Treppen hoch. Das Ganze zieht sich jetzt natürlich schon länger, als ich möchte. Aber so ist das manchmal auf Baustellen. Es ist wieder düster. Hier mal das Licht an. Das ist der... Das ist mal geisteskrank überlichtet. Das ist der erste Physioraum aus der Ansicht. Ist halt ein Raum. Nichts Spektakuläres. Ja, dann können wir durch den Raum zu den Toiletten gehen. Das sieht dann so aus. Relativ groß für eine Toilette. Und dann kommen wir auch schon zum Büro. Ja, hier wird ein Fenster eingesetzt. Die Wand da kommt ja weg hinter der Theke. Und dann haben wir hier ein schön großes Büro. Ja, und das war's auch schon. Ja, sind halt 4 Räume, 5 plus Flur, ja. Na, das heißt, am Ende des Tages wird die Wand komplett weggerissen nach rechts und dann hat man hier alles schön offen. Ich hoffe ja, dass wir so in 2, 3, 4 Wochen fertig sind und endlich mal wieder Ordnung hier reinbringen können, aber die Zeit wird es zeigen. Na, das sind immer Wünsche, die ich habe. Mal gucken, ob wir es umsetzen können.
Ja, oh, jetzt habe ich Licht angemacht, anstatt ausgemacht. Sehr, sehr clever. Ja, das war's auch schon mit der Führung. So, dann wollen wir mal im Training starten. Aber zuerst wird eine frische Rolle Tommy's Tape aufgemacht. Ist immer besonders schön. Was machen wir heute? Wir gehen in Power Clean, Clean und Jerks. Prozente sind da ja, irgendwo Richtung 70-80%. Also okay, um ein bisschen an der Technik zu feilen, aber trotzdem so schwer, dass man Fortschritte macht. Danach muss ich mal gucken, wie schwer ich gehe. Kommen 4 Sätze mit 5 Hang Squat Snatches und 5 Overhead Squats alle 2 Minuten. Das sollte mit dem Gewicht gemacht werden, was eher moderat ist, was man für 20 Wiederholungen machen könnte. Ne, von daher denke ich mal so ja, 40 Kilo oder sowas werden das. Genauso wie danach nochmal 4 Sätze mit 10 Touch and Go Power Clean and Jerks. Ich will mich da nicht für die nächsten Tage zerstören, von daher bleibt es bei moderatem Gewicht, wie es auch beschrieben ist. Und danach gehen wir in den Kraftteil mit Front Squats und Seated Strict Press. 6-8 Wiederholungen. Heißt heute nur Kraft und am Ende ein bisschen Handstand Skill oder Handstand Complex. Ja, das ist dann auch schon der Trainingstag. Ich zeige euch alles. Wie gesagt, es ist die erste Woche. Ich schaue, dass da die Technik besonders gut ist. Und falls die Gewichte irgendwie vom Gefühl zu hoch sind, ich da ein bisschen reduziere. Habe ja auch noch so kleine Problematiken mit dem unteren Rücken. Von daher muss ich da immer schauen, dass das alles geordnet bleibt, dass ich da auch weiterhin trainieren kann. Geht halt immer sehr, sehr schnell zu. Ne? Vor allem, wenn wir nachher in Handstand-Sachen reingehen, wo die Arch-Position schon ein bisschen größer ist. Das Ganze fühlt sich gut an, bleibt trotzdem erstmal bei 100 Kilo, einfach um ein bisschen mehr an der Technik zu arbeiten, trotzdem etwas Druck auf dem Körper zu haben, das passt dann schon. Jetzt nehmen wir einen Jerk weg und gehen 10 Kilo nach oben, machen da noch 2 oder 3 Sätze, ne, mit einem Power Clean, einem Clean und einem Jerk. Sollte eigentlich auch ganz gut klappen. Kommen wir zum Barbell Cycling. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Barbell Cycling nicht so gerne mag. Heißt nicht, dass ich nicht kann, aber gerade im Workout ist es sehr anstrengend. Jetzt im Skill oder Kraftteil geht es eigentlich. Da habe ich, glaube ich, nur bei 40 Kilo für alle Sachen, also für die Hang Squats, Snatches, für die Overhead Squats und für die Power Clean and Jerks. Einfach nur, um gut da durchzukommen für 16 Minuten. Ja, sind schon einige Wiederholungen. Vielleicht gehe ich auch 50 hoch nachher, aber vielleicht. Der Teil war überraschend einfach, auch wenn ein bisschen die Pumpe gegangen ist. Hätte so ein bisschen mehr Gewicht sein können, aber vollkommen fein für heute. Jetzt kommen die Clean and Jerks, so ein bisschen mehr Bewegung im Spiel.
Ja, schönes Techniktraining. Ich bleib für die erste Woche bei 40 Kilo, auch wenn es ein bisschen einfach ist, aber einfach nur ein bisschen bewegen. Wieder reinkommen in den ganzen Cycle. Ich habe jetzt für sau viele Wiederholungen die Bar bewegt und das Tape hält noch immer bombenfest. Da hat sich nichts bewegt, vielleicht minimal von dieses kleine bisschen hier, ja, aber sonst ist das schon von Tommy top. Top Tape. So, jetzt haben wir kurz leicht gearbeitet, jetzt werden wir wieder schwer. Front Squats, 6er Wiederholung, 8er Strict Press Wiederholung. Oder ich glaube eher 6 bis 8 Strict Press Seated. Das Ganze, also ein bisschen anstrengender für den Rumpf. Sechs Wiederholungen ist schon Cardio. Ei. Nicht zu unterschätzen. Nervensystem ist jetzt ganz schön angetriggert. Mal schauen, was jetzt noch bei den Handstand Walk ist. Fast. Letzte war zwar nicht zu 100%, aber ich nehme es für den Tag. Reicht. Ich weiß, die kann man gekippt machen, mag ich aber nicht. Tue ich mir nachher im Nacken weh. Ich mach die strict. Hallo. Was geht? Wohin fährst du jetzt? In die Heimat. Ich kann das nicht so, wie du vor Kamera reden. Ich schäme mich immer. Das ist doch nicht schlimm. Und dann bist du jetzt nochmal hingekommen, um mich zu verabschieden oder um mir die Krankenkasse von Leon zu geben? Nein, ich wollte dir Tschüss sagen. Hört man mich, wenn hier so Wind ist? Also wenn du drauf klopfst, hört man das. Und das ist ein Windschutz da oben. Mhm. Ja. Quasi ein Kondom für bräuchte die Kamera. Bräuchte ich auch, gerade hier für meine Haare. Ja. Ja. Bis wann bist du weg? Bis Sonntag. Feierabend in der Box. Ich muss jetzt Leon von der Kita abholen. Damit endet auch das Video für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Schauen und wir sehen uns im nächsten. Haut rein!